Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder. Heute haben wir Freitag und der Freitag ist hier in Syrien ungefähr das, was in Deutschland der Sonntag ist. Also es ist alles ruhig und es wird nicht gearbeitet. Sonntag eben halt. Also Freitag, Sonntag, ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen. Und ich habe den Tag heute genutzt dafür, um einfach nochmal in das Neubaugebiet zu wandern. Das ist oberhalb von Tartus. Ihr seht ja hier das gesamte Neubaugebiet. Dort hinten ist der Hafen und das Meer. Da geht es runter. Und hier hinten, wo jetzt auch die Busse rausfahren, und dort seht ihr den Kontrollpunkt, da ist die Stadtgrenze, wo es eben halt rausgeht zur Autobahn Richtung Damaskus, Homs, Latakia, Aleppo. Ich will dort aber jetzt durch den Kontrollposten nicht durch, weil es ist immer sehr aufwendig mit den ganzen Papieren. Ich muss ja immer, deswegen habe ich meinen Rucksack auch immer dabei, alle Papiere dabei haben mit Übersetzungen in Arabisch. Aber ich wollte dennoch trotzdem noch einmal mit euch hier durch dieses Wohnviertel laufen. Ich hatte das letztes schon mal in einem Video kurz gesagt. Dieses gesamte Viertel wurde während des Krieges hier hochgezogen von der syrischen Regierung. Hier sind Tausende von Flüchtlingen untergekommen. Ihr seht im Hintergrund schon die fertigen Häuser und die, die noch nicht fertig sind. Und es wird trotzdem immer noch weitergebaut. Ihr seht es hinter mir. Es sind riesengroße Wohnsilos, klar. Aber sie sind günstig und für jedermann erschwinglich. Und wie gesagt, während des Krieges hochgebaut. Auch oder gerade trotz der Sanktionen der westlichen Regierung. Die ganzen Sachen, also ich sage jetzt mal Stahl, Zement und so weiter, alles was benötigt wurde, kam über befreundete Staaten, allen voran natürlich Russland, dann natürlich China, Iran und Indien. Zu Indien muss ich noch was dazu sagen, fällt mir gerade ein. Der indische Premier war ja dieses Jahr im Sommer in Deutschland, hat sich mit Frau Merkel getroffen und Frau Merkel hat Indien eine Entwicklungshilfe in Höhe von 2,5 Millionen Euro zugesagt. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Indien ist im asiatischen Raum auf Platz 1 in der IT-Branche. Nach dem Besuch von Frau Merkel ist der indische Premier hier nach Damaskus geflogen, hat sich mit Assad getroffen und hat Assad, also Syrien, eine Entwicklungshilfe von 2,5 Milliarden Dollar zugesagt. So viel dazu. Ich meine, wie jeder das deuten will, überlasse ich jedem selber. Das nächste ist, dieses Jahr war ja auch hier in Syrien die internationale Messe gewesen. Also es waren Firmen und Länder von überall vertreten. Nur die westlichen Staaten eben halt nicht. Keine Unternehmen aus Deutschland, keine Unternehmen aus Frankreich, wie auch immer. Und es wurden riesengroße Verträge zu Investitionen hier in Syrien abgeschlossen. Allen voran natürlich Russland und Iran. Aber auch China hat zugesagt, 4,5 Milliarden in Syrien hier zu investieren. Ebenso Indien und andere Staaten eben halt auch. Nur die westlichen Staaten, die Syrien mit Sanktionen belegen, die wurden außen vor gelassen. Und ich finde das richtig so. Das sind Staaten, die dazu beigetragen haben, dass große Teile Syriens, also im Norden, Raqqa, Deir ez-Zor, Aleppo, Idlib und im Süden, Zweida, Kunaitra, Dara und Ghouta zerstört wurden, mit Hilfe des Westens. Selbst Deutschland hat ja Waffen geliefert an diese sogenannten moderaten Rebellen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Also ihr seht, es ist rege Bautätigkeit, also überall. Jetzt wird natürlich wieder die Frage kommen, wenn es denn hier so schön ist, warum kommen dann so viele Syrer nach Deutschland? Und auch da habe ich schon so oft zu Stellung genommen und auch oft ganz viele Posts zugemacht. Was heißt erstens viele? Laut Zahlen des BAMF, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sind im Jahre 2016, das sind die aktuellsten Zahlen, 2017 ist noch nicht abgeschlossen, 2016 gerade mal 250.266 Personen als syrische Kriegsflüchtlinge in Deutschland registriert worden.
So, und in 2015 in etwa nochmal dasselbe, so dass wir jetzt auf eine Zahl von 485.000 als syrische Kriegsflüchtlinge in Deutschland registrierte Personen kommen. Also ich sage mal, nicht mal eine halbe Million. Und ich sage auch immer dazu, ob diese Zahlen jetzt stimmen, wage ich zu bezweifeln. Man muss nur den Fall Amri nehmen, den vermutlichen mutmaßlichen Attentäter von Berlin. Der war in Deutschland 14 Mal als syrischer Kriegsflüchtling registriert. Also 14 Mal, die kann man schon mal abziehen. Das nächste Beispiel, die Landesaufnahmebehörde Nordrhein-Westfalen. Dort hat eine Mitarbeiterin alleine über 300 Fälle von Mehrfachregistrierung mit bis zu 22 Identitäten aufgedeckt. Dafür, dass sie es öffentlich gemacht hat, ist diese Mitarbeiterin gefeuert worden. Und wir haben in Deutschland 18 Landesaufnahmebehörden. Und ich möchte nicht wissen, wenn man die alle kontrollieren würde, wie viele dann wirklich noch übrig bleiben, die wirklich syrische Kriegsflüchtlinge sind und nicht mit 10, 15 Identitäten mehrfach in Deutschland registriert sind. Das andere dazu, eine offizielle Zahl, die bei uns in Deutschland natürlich auch unter den Tisch fallen gelassen wurde. Die UN hat im letzten Jahr, Mai, Juni, eine sogenannte Stichprobe in der Erstaufnahmeeinrichtung auf Lesbos in Griechenland durchgeführt und dabei festgestellt, dass von allen dort als syrischen Kriegsflüchtlinge registrierten Personen nachweislich nur 12,7% wirklich aus Syrien stammten. Das wurde nachgewiesen mit Fingerabdrücken, mit Sprachkenntnissen, Ortskenntnissen und so weiter. Die UN hat eben halt die Möglichkeiten dazu, eben halt sämtliche Dialekte auch nachzufragen mit ihren Dolmetschern, ob sie wirklich aus dieser Region stammten. Und wenn sie keine Angaben machen können, nicht mal wissen, wie ihre Straße oder ihr Stadtteil hieß, und den Dialekt nicht mal beherrschen, dann ist ganz klar, dass sie keine Syrer waren. Also 12,7%. Würde man diese 12,7% jetzt auf die 485.000 in Deutschland umrechnen, dann kann sich jeder selber ausrechnen, wie viele wirklich aus Syrien stammen. Und hinzu kommt, Leute, wer sind diese Flüchtlinge? Ich hatte letztens ich bin ja nur seit 30 Tage auf Facebook gesperrt und ich danke hier nochmal meinen Freunden, die diese Videos und meine Berichte fleißig teilen. Hatte eine Userin geschrieben, dass ja Frau Elvira Portugal, die auch eine Deutsche ist, die hier schon seit 11 Jahren in Syrien lebt, sie leben ja in einem sicheren Gebiet. Ich finde es ganz interessant, dass diese Userin zwar erkennt, dass es hier sichere Gebiete gibt, in denen Ausländer leben, in denen Syrer leben, die geflohen sind. Nur mal nebenbei, innerhalb syrischer Staatsgrenzen haben während des Krieges bis zu 7 Millionen Binnenkriegsflüchtlinge gelebt, in sicheren Gebieten, die unter dem Schutz der syrischen Regierung stehen. Da habe ich mich gefragt, wenn diese Userin das erkennt, ja, warum fragt sie dann sich nicht selber, warum gibt es Syrer, die sich auf den langen und beschwerlichen und gefährlichen Weg nach Deutschland über fast 4000 Kilometer, über 7 sichere Ländergrenzen auf den Weg nach Deutschland machen, während man hier in Syrien nur 100, 200 Kilometer hätte fahren müssen und wäre in sicheren Regierungsgebiet gewesen. Und dazu kann ich nur sagen, gibt es nur zwei Möglichkeiten oder zwei Gründe. Der erste ist natürlich ganz klar, es sind zumeist strenggläubige Sunniten, Unterstützer der sogenannten moderaten Rebellen, der FSA, ISIS, Ahrar al-Sham, Al-Qaida, Nusra etc., kurz Daesh. Das sind Gegner der syrischen Regierung, Gegner der syrischen Säkularitätsform hier in Syrien und Gegner der syrischen Regierung eben halt. Die, natürlich können die nicht in syrische Regierungsgebiete gehen und sich dort sicher fühlen. Ganz logisch. Ich meine, das wäre dasselbe, wenn ich in Deutschland gegen das Merkel-Regime protestieren und mit Waffengewalt protestieren würde und gegen das Merkel-Regime vorgehen würde, dann würde ich auch ratzfatz im Knast landen. Ist doch ganz logisch. Warum wird hier immer mit zweierlei Maß gemessen? Warum sind das moderate Rebellen? Jeder kann sich an der Oppositionsarbeit ganz normal in der Regierung beteiligen, aber nicht mit Waffengewalt.
Und diese Leute lehnen die säkulare Staatsform hier in Syrien ab und treten für einen islamischen Gottesstaat hier in Syrien ein. Und das sind die Leute, die nach Deutschland gehen, weil sie hier keine Zukunft haben. Sie sind hier besiegt. Und der andere Aspekt ist, natürlich gehen die auch viel gerade nach Deutschland, weil sie dort abgesichert sind. Sie müssen dort nicht arbeiten in Deutschland. Sie können ihr Leben so leben, wie sie möchten, können ihren Glauben leben, wie sie möchten und müssen dafür nicht mal was tun. Und ich habe dazu auch schon mal einen Post gemacht zu meinen persönlichen Erfahrungen dazu. Letztes Jahr Weihnachten beim Frühstück in meinem kleinen Hotel in Latakia eine große Glasfront. Ich war der einzige Hotelgast beim Frühstück, klar, es gab keine Touristen, jetzt ja auch noch nicht. Ich kann nur jeden auffordern, herzukommen. Und jedenfalls, ich saß dort und dann kamen kleine Kinder an den Fensterscheiben vorbei. Sahen mich dort sitzen, kamen durch die Terrassentür rein ins Restaurant und hielten ihre kleinen schmutzigen Fingerchen auf. Ich war schon dabei, mein Geld rauszusuchen, um ihnen was zu geben. Und da kam der Kellner und die Kellnerin und sagten mir, nein, haben die Kinder auch rausgeschmissen. Die haben dann kurz darauf ihr Hinterteil entblößt. Und Schimpfwörter geschrien. Okay, mag ja so sein. Aber sie haben mir dann eben halt erklärt, diese Kinder gehörten zu einer strenggläubigen sunnitischen Familie. Der Mann hat zwei Frauen. Die Frauen dürfen nicht arbeiten, der Mann geht nicht arbeiten, sondern liest nur im Koran, geht nur in die Moschee. Seine Frauen müssen verschleiert rumlaufen. Und das Einzige, womit sie Geld verdienen, ist, dass sie von morgens bis abends ihre Kinder auf die Straße zum Betteln schicken. Damit verdienen die ihr Geld. Und die Kellner haben mir gesagt, das darf ich nicht unterstützen. Und gerade solche Leute, die sehen natürlich ihre Chance in Deutschland. Da wird es unterstützt. Hier in Syrien kann jeder leben, wie er möchte. Aber er muss dieses Leben auch selber finanzieren können. Dafür gibt es keine staatliche Unterstützung. Und das vergessen viele. Ja, also ich denke mal, ihr habt jetzt vielleicht ein paar Informationen mehr bekommen. Und ich werde jetzt noch mal langsam ein paar Sachen einkaufen gehen. Also hier bei uns im Viertel haben so einige Geschäfte offen. Gerade so die nicht-sunnitischen Geschäfte haben offen. Und da werde ich erstmal für heute Abend ein bisschen was einkaufen. Also, falls ihr Fragen habt, ihr müsst leider warten. Ich kann weder auf Kommentare antworten, noch Messenger irgendetwas beantworten. Was mir natürlich immer unter den Nägeln brennt. Ich würde natürlich gerne und sofort, aber bei einigen Kommentaren muss ich echt mit dem Kopf schütteln. Aber okay, ich hoffe, das werde ich demnächst alles nachholen. Und ich sage das erst einmal tschüss, falls ihr Fragen habt, schreibt. Aber ihr müsst warten, bis ich wieder on bin. Okay, bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.